So, hallo und herzlich willkommen bei The Hunter, der Ruf der Wildnis. Und ja, wir sind mit unserem Quatsch erstmal den Berg hochgefahren zu dem wunderschönen Aussichtspunkt. Und jetzt muss ich euch mal was zeigen. Mega. So, wir spielen im Multiplayer. Und mit mir dabei ist der Robin Hood. Er ist gerade noch beschäftigt. Jetzt mit den Wolken sieht das richtig gut aus. Naja, und wir haben jetzt uns, ich habe mir gerade für 4 Euro bei Steam noch das Quad hier gekauft. Wir beide haben jetzt den Quad, nicht nur den Loka. Jo. So kommen wir ein Ende schneller vorwärts. Genau. Guck dir mal das an hier mit den Wolken da unten. Das sieht ja jetzt mega aus. Besser als bei schönem Wetter, finde ich. Ich Ja. meine, jetzt es regnet jetzt auch nicht, aber vorhin war ja Bisschen klarer neblig Himmel. ist das. Ja. Ne, da oben die Wolken bewegen sich auch. Von rechts nach links, also von am Westwind. Nee, der Wind, wir haben Südwestwind. Kommen wir noch ein bisschen auf uns zu, die Wolken. Was seht ihr da unten auf der Minimap? Das ist eben der Kompass. Und der Wind kommt direkt von vorne. Aus West, ja. Süd-Südwest. Ja, und von da unten kommen wir auch. Ja. Hier sind wir vorhin runter, aber ja, bin ich gestorben und das sollte man noch nicht machen. Na, du hast da Oder deinen waren wir noch Knöchel zu Fuß? verknackst. Oh, da ist ja... Da springt einer lang. Die haut ab. Das war ein Eichhörnchen oder so. Hast du es gesehen gehabt? Ja. Ja. Kann ich eigentlich auch deinen Quad nehmen? Nee, Nö. glaub nicht. Hier haben wir die Quads, das kostet im Store nochmal, also das Spiel kostet ein paar 20 Euro. Und noch kostenlose DLCs mit bei. Aber das Quad kostet 4 Euro, das lohnt sich. Oh! Geil, getroffen! Ich hoffe, wenn es gerade so schön rumstand. Warte mal, lass mich mal ein Foto schießen. Ich aufsammeln. Nee, kann ich gar nicht. Kannst du nicht? Nee. Aha. Ist zwar, ja. Hinüber, aber ich kann es nicht einsammeln. Das ist ja merkwürdig. Was ist das überhaupt für ein Tier? Eine Nagelratte oder was? Nee, Eichhörnchen. Das ist tatsächlich ein Eichhörnchen, ja. Ja. Vielleicht gehört das zu den Tieren, die man nicht einsammeln kann. Schade. Weiß man nicht. Es gab auch keine XP oder sowas. Schade. Nee. Die XP gibt es nur beim Einsammeln. Dann musst du es einsammeln und dann hast du die XP. Aber dass du das überhaupt getroffen hast, Alter. Ja, ich hätte es gerne eingesammelt, aber okay. So, gucken wir mal. Ich denke mal, das war ein Bug. Das kann man schon einsammeln. Beim nächsten Mal klappt das bestimmt. Das Spiel ist noch ein bisschen verbuggt. Missionsliste ist leer. Haut das hin? Da So, was meine lieben Freunde. Unbekanntes. Uhrzeit ist jetzt 21:20 Uhr. Das wird ein langes Let's Play, also. Festplatte habe ich genug Platz und ja, ich hoffe, ihr habt auch Spaß auf das Spiel. Also ich habe eine Menge Spaß auf das Spiel. Ja, haben wir das auch nicht gekauft. Ja, hast du einen Plan, wo du hinfahren willst? Nö. Aber wir könnten mal da auf die Anhöhe fahren. Ich mache mal einen Wegpunkt. Also hier runter und dann links in Berge. Ja.
hat der so einen Jägerstand, ne? Auf dem die drei immer hinhängt. Ja, den könnte man direkt an die Ohren ziehen, die Dinger sind verdammt teuer. Auch wenn es nicht mehr so danach aussieht. Kauft euch das Spiel, dann wisst ihr, wie teuer so ein Ding ist. Der arme Jäger, der da so viel Schweiß investiert hat. Zeit und Schweiß. Ich hab Spiel schon runtergedreht, aber ich hab den Quatsch ist doch etwas laut. Ja. Bei dir aber noch Zandefalle? Ja. Hier ist bei mir nicht aufgebaut, aber er ist weiß. Ah, okay, also müsste schön aufbauen, dass man das dann beide so haben. Sau, stell dich mal ein bisschen lauter hin. Dann ist er da. Oh, was war das? Was? Nee, oder ich stelle den Spielsound ein bisschen lauter. Ich will jetzt nicht sind hier ein Vulkan oder was? Wo war jetzt die Option? Ist die Option bei System oder was? System, ne? So Einsteller. Ton. Gehen wir mal auf 30 runter. Nee, weißt du, was ich okay. Was ich glaube mit diesem Windpfeil-Ding? In welche Richtung ja. Der Wind geht? Ja. Der Wind geht in die Richtung, weil der Regen ist dann auch so schräg. Also die grüne Richtung ist, wohin geht. Ja, der Wind kommt immer noch aus Südwest. Nee, da geht er hin. Ja? Ja, da ist die Richtung, wohin geht. Das heißt, wenn da vor uns ein Tier ist, das ist nämlich jetzt gerade passiert, das kann uns dann riechen. Ja, dann kommt der Wind aus Nordost. Genau, aus Nord, genau, also aus Ost. Genau. Also man muss gucken, dass man den Wind möglichst im Rücken hat, weil sonst können die Tiere einen riechen. Genau. Auch natürlich auch besser hören. Ja. Weil der Wind überträgt auch Schall, nicht nur Geruch. Ja, den habe ich aufgebaut gehabt und habe ich einen Reh gestern angelockt, ja. Hat auch geklappt. Hast du schon aufgebaut? Nee. Nee. Weiß nicht, soll ich mal machen? Das geht. Kosten 2.100. Ja, klar, wenn du das Geld dafür hast? Nee, habe ich anscheinend nicht. Nee, das reicht noch nicht. Wir sollten einen neuen Außenposten finden und da unser Quad entweder loswerden, weil ich weiß nicht, wie wir es jetzt hier stehen lassen, ob wir... Wie wir das wiederbekommen. Doch, das geht. Das habe ich schon gesehen. Das ist am Außenposten. Wenn du wieder so ein Lager hast, dann kannst du das herrufen. Genau. Genau. Weil wenn wir hier weiter mit dem Quad fahren, werden wir nichts groß kein finden. Tier fangen. Also kein Tier schaffen, weil es viel zu laut. Ja. Wir könnten einen neuen Außenposten noch freischalten, könntest du noch machen. Von da aus gehen wir zu Fuß weiter. Außenposten, wo sind wir denn jetzt? Da unten ist der Außenposten, so weit sind wir ja gar nicht weg. Ja, genau, hier am Ratenfels. Hier habe ich einen freigeschaltet gehabt. Hirschdorfer Strom.
Hier hinten ist der Schießstand. Hier kann man auch freischalten, aber das ist ja uninteressant. Stand. Hier oben ist ein Außenposten bei Hirschdorfer Strom. Das ist ein grünes Symbol mit einem Gebäude drauf. Da muss noch ein Außenposten sein. Ja, da oben. Wollen wir da hinfahren, oder? Ja, Hirschdorfer Strom. Das auch freischalten. Ja, lass mal hin. Da kommt schon ein Tier, warte mal. Jetzt nicht mehr. Gut. Ja, ich hab bestimmt so 15 Minuten auf dem Hirschstand gestanden, angelockt. Irgendwann habe ich mich immer umgeguckt und irgendwann kam auch André. Man sieht sogar hier unten auf dem Boden die Wolken. Oh, ich dachte nicht, das warst du. Das war ein Reh, dachte ich. Hirschbock. Ich weiß bloß nicht, welcher für Hirsche, also für männliche Tiere ist und welcher für weibliche ist. Ich glaube, der tiefere, den du gemacht hast gerade, der ist für Weibchen. Und der, den du jetzt machst, der ist für Männchen. Ja. Jetzt wird auch wieder schönes Wetter. Da ist einer! Das ist aber Warnruf. Rotfuchs. Aber der ist so schwer zu entdecken. Also das ist wirklich ultra, den zu erledigen, den Rotfuchs. Da hinten ist er auf jeden Fall. Ja, da müsste man denn jetzt hin? Ja, du müsstest auch geduckt. Genau, du müsstest auch geduckt laufen, weil sonst sieht er uns sowieso. Der hat uns schon gesehen. Das war ja ein Warnruf. Dann weiß er schon Bescheid. Gut, ich habe mal den Außenposten markiert. Jo. Ja, genau. Ach, kann man markieren. Die Quads sind schon cool. Wir sind schnell von A nach B zu kommen, ist okay. Das wissen wir auch ganz genau. Zeigt dir das direkt so an, also wie dieses grüne Außenbild ist da jetzt so ein blauer Teil.
Ah, da hinten ist jetzt die Garage, ja? Freigeschaltet. Ich glaube, das ist eine Zwischensequenz. Jo. Also, ja, wie dann halt hier sowas kommt und so, ja. So, wie bei den Aussichtsposten. So, dann machen wir erstmal diesen Wegpunkt-Ding ins Zweck. Wollen wir die Uhrzeit wieder auf 6 Uhr morgens stellen, dass Zeit, nicht, dass das dunkel wird. Das kannst du hier machen. Aus. Kannst auch nur du machen als Ost. Bitte registrieren. Vorsicht. Information. Bitte Vorsicht bei der Jagd. Fußgänger benutzen bitte die Wanderwege. Geil, Alter. Bitte Jagd mit Vorsicht. Forstministerium, alles auf Deutsch. Ja, if you ever need to rest, there's a cabin in each outpost. I just had them refurbished last season. Also bis 6 Uhr sagst du. Ja, 6 Uhr morgens. Gut, dann stehen wir 5:30 Uhr auf. Ja. Ach, das kostet sogar Geld, das Ausruhen. Ja, aber nicht viel. Genossenschaftliche verwaltete Forstproduktion. Ja. Oh, jetzt hat sich auch der Himmel verändert. Jacks of Morons hast du gemacht? Ja. Wie viel Munition ich noch habe? 44, das sollte eigentlich reichen. Ja, dann müssen wir uns jetzt eine Fährte suchen. Wir die Sonne auf. Wir wollten am Ende. Ah, geil, wie sie sich bewegen, ey. Nice, ey. Ach, da ist ja einer. Schlitzauge. Ja, das ist extra hierher gekommen. Ja. Muss richtig nah ranzoomen, sein Kopf, Alter. Voll mit Fernglas. Und sogar die Lachfalten im Gesicht, ey. Bartwuchs. Die Hände haben auch Falten, ja. Geil. Wo soll ich jetzt hin? Weggereist. Nee, zum nächsten Punkt gereist irgendwie. So, dann würde ich sagen, machen wir es mal auf die Fährschiene, ne? Jo. Werden wir eine Fährte finden. Ah, da ist schon ein Tor. Rumpfschrei. Am besten nicht rennen. Ja, am besten nicht rennen. Nur schön so gemütlich laufen. Hast du noch ein Fragezeichen? Oh, was war das? Was? Es hat gerade mäßig gedonnert bei dir, oder? Bei mir nicht. Ich bin mich so erschrocken, ey. Ja, jetzt regnet's. Ja, das klingt bei mir jetzt auch. Das ist identisch bei dir und bei mir. Ja, hier muss man immer die Augen offen halten. Da haben wir keine Spuren entdeckt. Weiten Blick. Erstmal das Fernglas. Warnruf. Das macht nichts. Ich dachte schon, hier muss da ist die Fährte. Ja, das ist der richtige von Reh, das ist nämlich 40 Meter da hinten ist die Fährte. Noch ein Warnruf. Sind die im Wald? Ja, auf jeden Fall zu der Fährte dahin. Das finden können. Da ist eine Fährte. Ja auch. Na, dann nehme ich mal die Fährte. Der läuft angeblich genau in die Richtung, wo wir gekommen sind.
Der da hinten. Geht der hin? Der geht hier zu dir. Aha. Ja, weil hier zeigt er an, dass er nach links wieder geht. Oder meinst du, es ist genau andersrum, wie mit dem Kompass? Nee, das glaube ich nicht. Nee, das ist... Hier ist der nächste Spur. Ja? Alter, wie geil das aussieht, ne? Das ist ja ultra-rot, Alter. Der hat hier hingeschissen. Gerade ja, eben hingeschissen. Das sind Tüdel, ja? Sind sie noch frisch? Ja. Gerade eben. Okay. Läuft aber. Noch weit weg sein. Ja, eins sag ich dir, einfach ist es nicht. Also gerade was eben. Besonderes von allen Enden. Ja. Ja, der hat uns im Laufen, wo wir unten lang gelaufen sind, so oben rum gleich. Ist abgehauen, ja. Abend. Es gibt auch Positionen, wo die Rast machen. Die rasten ja auch, die Tiere. Und da kannst du am besten welche kommen. Die haben ihre Rastposition. Wird irgendwo sein. Hat ein Dammhirsch verwertet. Oh, Trophäenpunkte 111. Was? Der hat einen Dammhirsch, habe ich noch nie geschafft. Der muss hier irgendwo gleich sein. Weit ist es nicht weg. Oh, die Steine machen so laut. Schreit dann rum. Ja, ich will es anlocken. Ne? Dazu bewegen, dass es in unsere Richtung kommt. Ja, du hast die Waffe auf jeden Fall schon ausgerüstet. Ich kann es locken und du kannst schießen. Hier runter. Ja, kann man schon sehen. Nee. Achso, da wird der Lautsprecher wieder rot, scheiße. Die scheiß ja, Steine. Also ist es auch im echten Jägerleben, das ist einfach so. So mussten sie es natürlich auch programmieren, weil alles andere wäre Arcade. Hm? Ja. Wenn sich wieder welche beschweren, oh, ich treffe nichts und so. Der Typ hat auch gerade einen Dammhirsch erlegt. Gehend. Du musst manchmal auch einfach Zeit haben, du musst dir auch mal Zeit lassen. Wie auf dem Jagdposten. Das kann manchmal eine Viertelstunde dauern, aber dann kommt eins. Bei also dem Spiel brauchst du auch Geduld. Ja? Der geht nur noch. Den müssten wir bald sehen. Gehend, ja. Hinten ist es noch, ja, da geht's weiter. Ich sehe das Blaue schon. Das ist wohl hinterm Berg. Was, der Typ ist 138 Meter von uns entfernt? War gar nicht weit weg. Nö. Ist relativ nah dran. Da hat wieder einen hingeschissen. Soll noch ganz frisch sein. Ist er dann gelaufen? Wo ist die nächste Spur?
Will ich nicht durch, das macht zu viel Lärm, ich liege im Gras hier. Da ist die nächste Spur, ja. Da können wir schon sehen, ne. Da ist die Straße. Den tue ich es nicht. War der weg. Gehend. Immer noch gehend. Also verscheucht haben wir es noch nicht. Sonst wird es laufen. Nächste Spur. Da. Ah, ist auf der Straße. Ist über die Straße schon rüber. Definitiv, also. Ja, am besten, um welche zu erledigen, sind die Stellen, wo sie rasten. Grab das wieder. Weil wenn du da durchgehst, dann fallen die Blätter von den Bäumen. Auch immer wieder, das ist ein bisschen schneller geworden, ja, dann können wir auch schneller werden. Hier ist wieder gehend. Ja. Er ist schnell über die Straße gerannt wahrscheinlich. Ja, und hier ist wieder langsam, ja. Dann auch langsam. Hier ist trabend. Haben sie geil gemacht, so mit der Fauna und alles. Ne? Ja. Da lebt sehr viel unterschiedliche Sachen. Und wenn man sich überlegt, dass es so eine große Map ist. Gehend. Ja, jetzt wird es langsamer. Da hinten ist er. Oh, da hinten trinkt das vielleicht am Fluss, ja. Ich hab Durst. Ich hab das gestern nämlich auch am Fluss erlegt. Das ist eine Stelle, wo sie trinken. Abend. So, hier ist eine riesengroße Fläche, die können wir schon sehen. Mann. Hier ist es doch lang. Ja. Könnten wir es vielleicht schon sehen. Ich nehme mal die. Guck mal mit dem Fernglas. Das ist die nächste Spur. Wo bist du? Hast du da oben noch eine Spur? Ja. Ich habe hier unten auch eine Spur. Verwertet. Da ist schon wieder ein Dammhirsch erlegt. So. Ich habe hier auch eine Spur, die führt hier runter. Wasser. Nächste Spur hier. Abend. Vor allem ist die Wiese auch noch eingedrückt. Wo führt die direkt in den Ort rein? Ich denke, das geht bis runter zum Wasser. Wo bist du denn da oben? Hier noch, ja. Ich würde lieber mit mir hier runtergehen zu dem anderen. Meistens ist unten am Wasser auch ein Glas. Bei Jägerhütten. Ich sehe hier nichts. Nee, das ist. Meine Spur geht hier oben noch lang. Macht immer so einen Zickzack. Petersheim. Ich würde lieber hier lang gehen. Ich weiß nicht, ob das eine frische Spur ist. Weil wir müssen erstmal wieder Küdel finden, um zu wissen, ob es überhaupt eine frische Spur ist. Meine ist sehr frisch. Deine ist sehr frisch? Sehr frisch, ja. Hier so noch überall das Gras rumgedrückt.
Der am Haus rechts vorbeigelaufen, meinst? Frage ist, oh, wohin? Vom Wasser runter. Nee, wo mein hingerannt ist. Da kommt schon... Das war vielleicht von dem. Sind die auch schon im Wasser? Ist aber wohl... Ja, was macht denn der denn für Geräusche? Ah, es trabt wieder. Was? Meins trabt auch. Das müssen zwei, drei sein. Das ist bestimmt eine Herde. Sind auch zwei, drei. Was bist du denn da? Glaubt, die laufen? Nee, das läuft jetzt im Wasser runter. Aha, ich habe hier schon was anderes gefunden. Die haben sich hier ausgeruht. Das sind aber viele, sind da, sehr viele. Das ist eine andere Fährte hier. Hier ist im Wasser runter, 100. Wieder nach rechts. Schlecht sehen, weil Wasser sind sie nicht runter. Was ist das denn hier? Pödel, das weiß ich, ob die frisch sind. Sehr frisch. Ja, dann sind sie direkt in der Nähe. Sehr frisch. Entdeckt haben sie uns auch noch nicht, sonst würden sie nämlich einen Warnruf ausgeben. Wenn du jetzt zu mir kommst, wo bist du denn da oben? Wo? Ja, meine Fußspur geht genau parallel zu deinen. Also das müssen mehrere sein, die gleiche Richtung laufen. Das sehe ich ja, die haben sich hier... Hier sind wieder Dödel. Zu 7 ins Gras gelegt. Sehr frisch. Ja, aber die machen ja, die haben hier Rast gemacht und sind wieder abgehauen. Weil ist einfach so. Die haben sich hier ausgeruht. Hier sind wieder Ködel. Sehr frisch, ja. Schade, dass sie nicht auf dem offenen Feld hier Wasser runter sind nach links. Dann hätten wir sie da besser. Leider wieder in den Wald rein. Ah, jetzt geht's zum Wasser runter. Meins geht hier links runter. Oh. Ja, aber dann kann's nicht weit weg sein. Das Ganze geht auch wieder zum Wasser. Ja. Hier sind mehrere Fußspuren. Ist es von mir hier? Den hab ich's gleich. Es sind verdammt viele Fußspuren. Nicht hier im Wasser. Wo die Spuren hinführen. Ist das wohl eine. Das ist doch eine frische Spur. Keine ältere, haben sie auch gesagt. Ja, Ködel, sind die noch sehr frisch? Sehr frisch, ja. Hier ist nichts. Die haben sich hier ausgeruht im Wald. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Das Wasser schwimmen können die ja nicht. Geht denn die nächste Spur hin? Das war die letzte Spur. Jetzt ist hier die Spur oder was? Ja. Hat nämlich keine neue Spur mehr. 21 bis 0 Uhr ruhend. Jetzt keine Spur. Doch, da ist eine Spur. Direkt am Wasser waren sie. Wie ich mir schon dachte, ja.
Trabend durchs Wasser. Die sind sie durchs Wasser getrabt. Können durchs Wasser traben. Das ist nicht so tief wie das Wasser. Kannst ruhig hierher kommen. Das scheust dir nichts. Die sind komplett durchs Wasser getrabt. Halt er mir hier an. Sind die darüber gerannt, oder? Ja, die sind schon auf der anderen Seite. Mal das Handy ausholen. 6:48 Uhr. Weil ich habe hier hinten ein ganzes Nest gefunden. Die ruhen sich da ab 21 Uhr aus. Genau, das ist sowas meine ich ja. Da kommen sie nachher wieder zurück. Die haben ja einen eigenen Tagesablauf. Tiere, das ist einfach so. Ja. Der Fluss hier ist nicht so tief. Die konnten hier durchtraben. Das machen die wahrscheinlich auch regelmäßig. Irgendwann ist wieder eine Pferde. Ja, die geht durchs Wasser durch. Und das Wasser, da können wir wahrscheinlich auch durchlaufen. Das scheint nicht zu sein. Nö, können wir nicht. Können wir nicht. Waffe wegpacken? Nee. Aber die können auch schwimmen, ne? Rehe können auch schwimmen, ne? Oh, ja. Sind das Fische da im Wasser? Ja, da sind Fische im Wasser. Entfernt, lass mal reingucken hier. Wo ich hinguck. Ein ganzer Schwarm. Ist er auch, ne? Geil. Geile Momente, Alter. Ja, wann kommen die wieder zurück? 21 Uhr. 21 Uhr? Oh mein Gott, das geht natürlich jetzt nicht. Das ist natürlich, das dauert viel zu lange. Das dauert lange, ja. Da hinten kommt aber ein Ton her. Brumpfschrei. Dammhirsch. Das ist ja kein Reh mehr hier, das ist ja... Dammhirsch hätte ich auch gerne mal. Da soll ich im Singleplayer ein Bild von machen. Da will jemand ein Bild vom Dammhirsch haben. Ich weiß nicht, ob das ein lebendes Bild sein soll oder wenn ich ihn totgeschossen habe. Da ist wieder so eine Spur, da hat er sich hingelegt. Ausgeruht. Ja, hier hat er gelegen. Kann man untersuchen. Oh, ach so. Umherziehend. 1 Uhr. Seht ihr? Hä? Die Spur geht bei mir wieder zurück. 1 bis 1 Uhr. Die können hier jederzeit wiederkommen. Der Typ, den wir vorhin getroffen haben am Außenposten, der hat gerade schon den Reh erlebt. Oh, da macht's gut, wa? Ja, der andere hat einen Dammhirsch. Oh, da ist er! Warnruf. Dammhirsch. Kein Reh. Richtung Nordwesten. Da hinten ist er. Ja. Nordwesten. Eine freie, offene Fläche. Ja, hier... rasten die alle, deswegen haben die auch, ja, da müssen Ködel sein, dann weiß ich nicht, ob das frisch ist. Hier ist eine große offene Fläche. Frisch, ja. Aber die ist nicht vom Dammhirsch, die ist vom Reh. So ein Reh muss hier irgendwo auch noch sein. Beides. Oh, ich hab ihn, Digga. Warte mal, ich mach hier entdecken. Dammhirsch! Oh, hast du ihn gehört? Ja. Pack auf! Warte ab! In Deckung. Mach ich platt. Das Reh hoppelt weg. Gently now. Ey! Take a deep breath to steady your aim.
Oh, hast du getroffen? Wo ist der Dammhirsch? Gute Frage. Der ist da hinten rein. Oh nein! Ich hatte den Dammhirsch und ein Reh. Ich konnte noch nicht schießen, weil... Das, da musst du dir Zeit lassen. Du darfst nicht so schnell schießen. Nee, da ist da immer noch. Ja, das ist der Dammhirsch. Ja, nach links da ist weg. Da immer noch, da hinten. Am Wasser muss da irgendwo jetzt sein. Ja. Das Reh, das ist nach rechts weg. Bist du denn? Hier im Wasser. 40 Meter über die Wiese drüber. Ja. Das Gras kann ich noch nicht sehen. Er hat ihn entdeckt, den Dammhirsch. Das sieht man auch ganz genau. Also die Optik ist fast fein. Ich habe ihn auch mitten im Visier gehabt, aber ich weiß nicht. Ja. Ja gut, ist ja noch die einfache Knifte. Da muss man ein bisschen... Trabend. Da ist das Reh auch hingelaufen. Auch wir müssen schnell hinterher. Das geht manchmal schneller als wir. Und ist die Rehspur, die geht zu dir. Dammhirsch. Auch Reh. Naja, so ein Schuss, ich kenne das von gestern. Also wenn du einen Schuss abgesetzt hast, die hören nicht mehr auf zu laufen. Die hast du denn so aufgeschreckt. Ich bin dem Reh ja hinterhergelaufen. Ich habe immer noch einen Blick gehabt. Musste es ja auch markieren, denn verlierst du es auch nicht mehr. Ne? Du musst mit dem Fernglas gucken. Ja, du musst mit dem Fernglas gucken. Das hatte ich ja gemacht. Dann hatte ich ihn richtig. Dann musst du auf. Bei mir ist das hier auf X. Und dann hast du ihn markiert und dann wirst du ihn auch nicht mehr los. Dann weißt du, wo er ist. Denn auch 100 Meter entfernt. Das zeigt er dir genau an. Okay, also war einfach mal das Fernglas. Ja, die laufen und laufen und laufen. Die hören auch nicht mehr auf zu laufen. Musste dessen abbrechen, weil... Ah, ist der Dammhirsch! Ist hier auch lang gelaufen. Hier irgendwo. Der muss in der Nähe von dir sein. Ich bin aber weiter hinter dir. Ich hab sie gesehen. Das sind beide lang gelaufen, aber ich konnte sie nicht markieren. Aha. Müssen wir schnell hinterher. Langsam bringt dir jetzt nichts mehr, weil die laufen jetzt immer weiter. Genauso schnell wie wir. Deswegen, das mit dem Schuss muss man sich ganz genau überlegen. Also, ob man das wirklich macht, weil dann muss das auch ein astreiner Treffer sein. Sonst lässt er wieder bleiben. Hier liegen sie immer gerne. Das ist die Fußball. Ah! Da ist der Dammbahnhof, der ist hier hoch. Hier hat einer einen Hase gerissen. Da liegt ein toter Hase, ein zerfetzter Hase. Bei mir auch hier, ja. Das sind meistens Füchse, Rotfuchs. Dammhirsch ist hier ein Berghof. Ich glaube, der ist hier wieder ein toter Hase. Hier außen rum. Ja, ich habe den Dammhirsch noch. Wo rennst du hin? Auch ihn hinterher. Bist du nicht mit mir hier in den Dammhirsch hinterher? Ja, ich habe hier auch noch eine Spur Dammhirsch. Ja, das sind mehrere Dammhirsche. Dammhirsch. Er ist hier Nordosten hier den Berg hoch.
hier nichts mehr finde. Damage habe ich noch nie erledigt. Hätte ihn erledigt. Aber der Schuss hat ihn vertrieben. Das ist nicht der Ködel. Gerade eben. Damage ist hier irgendwo. Ja, ist hier irgendwo. Ich habe den hier vorhin auch entdeckt, obwohl der 60 Meter weg war. Augen immer auf hier. Denn hier oben in der Spur. Kann Reh sein. Auch ein Dammhirsch, mehrere Dammhirsche. Ist egal, ich gehe jetzt hier durch. Auch wenn er sehr macht. Ey. Ist hier den Berg hochgelaufen ist. Oh! Da ist ein Fragezeichen, ich komme zum Fragezeichen. So, jetzt bin ich hier auf dem... Da ist einer hin. Warte mal, ich habe hier eine gute Position. Wo ich gucken kann, wo ich weiter gucken kann. Im dichten Wald ist ja auch immer scheiße. Ja. Weiß nicht, ich gehe mal oben hoch zum Fragezeichen, da kann ich das ja auch freischalten. Mhm. 50 Meter entfernt. Ne, das ist wieder eine Jagdhütte. Kommst du zu mir hoch oder was machst du da unten? Ich hab hier was ganz in der Nähe. Ich hoff's. Bin hier auf der freien Fläche, aber ich hab hier nichts. Komm ich wieder zu dir runter. Ja, das ist mit so einem Schuss. Der muss passen, also... Ich hab's gerade noch gesehen. Darfst du nicht abdrücken. Auf wen, was hast du denn geschossen? Auf dem Reh oder auf dem Dammhirsch? Dammhirsch. Dammhirsch, ja. Raschelt auch immer irgendwann was. Was? Ich sag, hier raschelt auch immer wieder was. Ja? Ja. Bin auch 180 Meter von dir. Also zwei sind an mir vorne, wo du da drüben warst. Da ist ein Reh auf jeden Fall. Das ist hinter und, dir. Osten. Ja, ich höre es aber auch bloß, aber sehe es nicht. Das ist sie irgendwo im Schilf. Hier ist ein Wanderweg. Das hier ein Wanderweg. Nee. Okay. Wieder muss man auch mal stehen bleiben und sich einen Blick verschaffen. Da ist noch wieder ein Ton. Dammhirsch, trabend. Müsste auf mich zukommen. Wir kommen aus Südosten. Kommt genau auf mich zu. Kann ich mir einen Blick verschaffen. 200 Meter gucken. Weil die bewegen sich ja und kannst du ganz genau sehen, wo der denn... eine grüne offene Fläche. Da auf der Fläche.
Der ist auch ein Dammhirsch. Ja, der ist an mir direkt vorbeigelaufen. Echt? Ich kam aber nicht zum Schießen, ich hab's auch auf der Aufnahme drauf, also du kannst es von mir aus nochmal in der Wiederholung angucken. Ja. Schade. Konntest du ihn nicht verfolgen, war er so schnell? Ja, ich hab ein Reh im Visier gehabt und er kam mir durchs Visier gelaufen. Alter. Davon muss bei mir... Warnruf Dammhirsch. Ist bei dir noch. Warte mal, ich hab die andere Lockmittel. Da war ein Schuss. It's bleeding, so that's a hit. Hast du das? Follow the blood trail to find it. Ja, er blutet. Geil. Dammhirsch? Ja. Ich kann dir aber nicht sagen, wohin gerannt ist. Ich höre hier was. Warte mal. Da ist er. Da ist er. Da. Oh! Nein, Baby. Oh. Was ist der da vor? Ich hab doch was gehört. Ach, warte. Ist das etwa deiner, den du getroffen hast? Das kann sein. Wobei die Spuren hier rüber gehen. Das ist ganz, die musst du immer schnell hinterher. Wenn du ihn angetroffen hast, musst du die Spuren verfolgen. Das ist ganz wichtig, weil sonst findest du ihn nicht mehr. Das wäre ja wie die Nadel im Heuhaufen. Was die Blutspuren verfolgen. Ja, das muss schnell gehen. Weil sonst findest du den nicht mehr. Ich habe einen gestern gar nicht mehr gefunden. Das ist ja das Wichtige. Du musst sofort schnell hinterher, wenn du ihn angeschossen hast. Richtig laufen. Hirsch, ja, trabend. Da finde ich hier eine Blutspur. Du musst du ganz schnell verfolgen. Manchmal kann der noch einen halben Kilometer laufen. Wenn du denn nicht schnell genug bist, dann verlierst du die Spur. So ist es mir gestern ergangen. Schade, der ist mit 10 Meter an mir vorbeigelaufen. Dann war er hinter der Büsche und dann konnte ich ihn nicht mehr treffen. Hast du die Blutspur? Ja, aber die... Echt? Die Fährte führt wieder zurück. Ja, aber die Fährte führt wieder zurück. Aha. Dann war das der, den du getroffen hast. Ich hab mal keine Blutspur gefunden. Oder 10 Meter an mir vorbeigelaufen ist. Da ist eine Blutspur. Ja, ich hab sie. Lauf. Runter. Sehr frisch. Brauche eine neue Blutspur, das ist ganz wichtig. Und da zum Wasser. Liegt er hier? Warte mal. Gehend. Warte. Das musst du ja fürs nächste Mal merken. Da ist ein Ton. Dammhirsch Warnruf. Der muss aber noch nicht verletzt sein. Müssen mehrere sein. Ich hatte eine Blutspur und die sind nicht so einfach zu finden, die nächsten Blutspuren. Das ist nicht so einfach wie die Fußspuren. Und ist das ganz wichtig, wenn du ihn getroffen hast, also sofort da, wo er angeschossen wurde, da musst du hinlaufen und dann musst du sofort nicht gehen, sondern laufen. Sonst verlierst du ihn. Dann ist alles umsonst gewesen. Was? Ja, ich bin hier rübergerannt, weil du gesagt hast, da ist eine Blutspur. Ja, hier war auch weil da hinten, das war alles zickzack. Also, da ist erst in die eine Richtung gelaufen und dann aber doch in die andere. Ja, das ist ja nachher, wenn der erstmal liegt, die Nadel im Heuhaufen. Das habe ich beim ersten Mal gemerkt. Und dem zweiten Mal im Hochsitz, wo ich das geschossen habe auf den Kopf, bin ich sofort raus und sofort die Spur verfolgt und dann hast du auch Fußspuren und alles. Wenn das nur einer ist, dann... Warte mal. Dammhirsch Warnruf. Meinst du denn, dass das ein guter Treffer war? Tja, das also ist Dammhirsch die Frage. Das ist schon ziemlich also groß, ne? Ich hab's versucht auf den Kopf zu schießen, sagen wir mal so. Am besten ist ein Lungenschuss.
Kopf ist gar nicht so gut. Hier ist Blutspur. Echt? Ja. Super, Alter, super, da sind wir nah dran. Ja, ich hab's hingeschissen. Genau, eine Spur ist das noch. Nochmal eine Blutspur? Gleich haben wir ihn. Das, jawohl, jetzt haben wir ihn gleich. Geil. Und wie weiter? Hier, ich habe eine neue Spur. Stammhirsch, ja. Hier geht's weiter. Hier ist die Blutspur. Da hinten, jo. Warte mal, ich guck mal nochmal. Jo, die Richtung. Da hinten geht's weiter. Ja, siehst du, das war kein sauberer Treffer. Der mal interessieren, wo wir den, wo den so, getroffen hast. Hier ist wieder Blutspur. Da unten geht's weiter. Da, ja. Ja. Muss aber sehr schlecht getroffen haben. Aber ist egal. Geht jetzt weiter. Also ein Dammhirsch kann man dann auch mehr einstecken. Hier ist eine neue Blutspur. Hier ist auch noch eine. Dann geh du da lang, ich gehe hier lang. Gerade eben Dammhirsch, der ist nicht mehr weit. Nee, die führt wieder hierher, wo wir schon mal waren. Die führt wieder zurück. Nein, die führt nicht zurück. Ja, meine führt zurück. Da waren wir nämlich gerade. Meine aber nicht. Hier ist die nächste Blutspur. Der muss doch hier irgendwo liegen. Ja, die führt immer zurück. Ja, weil er hier sein muss. Muss hier irgendwo tot liegen. Ah, wo ist er denn? Hier ist wieder eine Blutspur, ja. Was steht da? Sehr gering. Sehr geringe Blutspur führt in die Richtung. Blutungsgrad sehr gering. Ja, das ist scheiße. Das ist immer scheiße. Hier ist die nächste Blutspur, die führt wieder zurück. Das kann sie nicht sein. Das muss weiter nach... wo der Wind herkommt. Hier irgendwo weitergehen. Hier ist ein Wanderweg. Da ist er. Das ist ein Brummschrei vom Reh. Da verliert sich die Spur. Neue Spur finden. Das hier? Damm hier, Schwanruf. Der muss noch leben. Das, also. Rennst du wieder zurück nach Südosten oder was? Ja, irgendwie das die Spur hier, das ist. Die hat sich vermischt. Ich komme wieder zurück. Die Richtung ist falsch. Das muss hier eine neue Spur geben, in meine Richtung, hier nach Nordwesten. Ich habe ja gerade einen Warnruf vom Dammhirsch gehabt, aber ich habe hier keine neue Spur mehr. Da hinten ist noch was. Hier ein Reh. Hier muss irgendwo die Spur weitergehen. Deswegen, das ist ein bisschen blöd. Ja, scheiße. Das hier. So sind uns sehr frisch. Ich habe eine sehr frische. Hier ist eine Blutspur, ja. Na, da war ich ja gerade. Ja. Das ist mir gestern. Ich habe gestern mindestens zurück. Eine halbe Stunde das Reh, was ich getroffen habe, versucht zu finden. Ich habe es nicht gefunden. Und beim zweiten Mal, als ich aus dem Jägerstand sitz, erledigt habe, bin ich sofort raus und gleich hinterher. Und ja, dann klappt das auch. Das darf nicht passieren. Das macht ein echter Jäger wahrscheinlich auch so. Der hat auch einen Hund noch dabei und so, ist klar. Das ist viel einfacher mit dem Hund. Meine Mutter hat mich heute am Telefon auch gefragt, dass ein Hund. Der frische Losung vom Dammhirsch. Hier oben Blut ist. Den habe ich ihn gleich. Ich habe kein Blut mehr. Wer weiß, wenn du den am Fuß getroffen hast, der kann auch sehr lange überleben. Der kann ganz weit weg sein.
Das ist ja die Frage, wie die Kugel fliegt. Also wenn sie genau auf Ja. Zielkreuz, weil weit stand da nicht weg, aber es waren Bäume und so dazwischen. Es kann sein, dass sie abgefällt wurde. Wenn du durchs Blattwerk schießt, kann manchmal Ja, sein, dass sie getroffen hast du ihn abfällt. natürlich. Das ist. Jetzt bin ich hier wieder genau da, wo ich vorhin war. Das muss aber nicht, das hier ist keine Blutspur mehr. Das ist. War ein Dammhirsch, aber das ist nicht der, den wir verfolgen wollen. Ich weiß nicht, gibt es nachher in dem Spiel auch noch Hunde? Boah, das weiß ich nicht, glaube nicht, nee. Das wäre schön, weil meine Mutter hat mich ja gleich gefragt, wenn du einen Hund hast, alleine, obwohl der macht ja viel zu viel Lärm, der Köter. Den kannst du sowas hier gar nicht auf die Treibjagd. Den Hund macht man Treibjagd. Naja, das ist, ich sag ja, das ist hardcore schwer, ey. So schwer ist es eigentlich nicht. Bei mir ist der ja 10 Meter an mir vorbeigelaufen. Das war auch der getroffen. Ich konnte da nichts mehr machen. Ich wollte ihn selber totschießen, aber da war auf einmal eine ganze Dicke mehr davor. Dann konnte ich ihn nicht mehr sehen. Ich bin zwar dann hinter ihm hergelaufen, aber gestern habe ich ja, wie gesagt, auch einen Reh nicht gefunden und ich habe es versucht, 30 Minuten zu finden und dann habe ich aufgegeben. Ja, und dann hatte ich eben also fürs nächste Mal, wenn du das nächste Mal einen Treffer hast, dann musst du sofort dahin laufen, wo du ihn getroffen hast. Hast du noch mal wieder eine Blutspur gehabt? Nee. Nee. Ist das leider umsonst gewesen. Das ist Also ich wohl umsonst. kann den auch nicht so markieren, wie du gesagt hast. Ich kann den untersuchen, ja, dass ich den Also ich hinzugefügt habe krieg. gestern noch eins gehabt, da wo ich das Reh gesucht habe, da habe ich aufgegeben und dann habe ich noch eins an der Trinkstelle gefunden. Da habe ich, also habe ich das getroffen? Nee, ich habe es nicht getroffen. Ja, und dann hatte das aber durchs Fernglas markiert. Und dann ist das immer so 80, 90 Meter von mir weg gewesen. Und ich habe dann so einen grünen Punkt gehabt und dann konnte ich hinterherlaufen. Das Problem war bloß, es ist nicht mehr angehalten und es ist genauso schnell gelaufen wie ich. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht's auch. Wenn die laufen, sind die genauso schnell wie wir. Vielleicht sogar noch schneller. Habe ich aufgegeben. Und dann habe ich halt den Jägerstand mir gebaut. Da ist wieder. Dann gehen wir jetzt der da hinterher. Fernglas, ja. Reh und ein Dammhirsch. Das ist wieder der Dammhirsch hier. Hier hoch. Dammhirsch, ja. Wir müssen durchs Dickicht durch. Gucken, was da oben auf dem Berg ist, ob da eine. Hier ist eine Lichtung. Das war ein geiler Moment, wo ich vorhin den Dammhirsch gesehen hatte. Reh ist mit ihm mitgelaufen. Und Ehepaar. Ja. Reh ist hier trabend, hier, ja, über die Prärie hier. Weit kann das noch gar nicht weg sein. Weit ist wieder Dammhirsch Warnruf. Scheißegal, kannst du ja gerne warnen. Weiter hoch. Da ist wieder eine Spur. Und wenn wir Glück haben, können wir ihn hier auf dem offenen Gelände oben sehen. Irgendwann bist du immer so viel am Laufen.
und weiß gar nicht mehr, wo du auf dem Map bist, aber das ist auch scheißegal. Was man hier alles entdeckt, so ist es mal hier auf Erlichtung.